wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ihr seht, ich trinke gerade meinen ersten Kaffee und starten so langsam in den Tag rein. So Leute, wir sollten jetzt auch definitiv zusehen, dass wir hier die erste Ladung Kalorien reinbekommen. Ich habe leider den Fehler gemacht, dass ich relativ lange geschlafen habe. Das heißt, wir müssen 2 Meals vor dem Training reinschieben, innerhalb von 3 Stunden. Wir starten also jetzt mit einem Shake rein, den ballern wir uns schnell runter und in 2 Stunden gibt es dann nochmal Pre-Workout. Das zeige ich euch dann. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal kurz den Frühstücks-Lean-Bulk 1000 Kalorien Masse-Shake, den ich mir eigentlich jeden Morgen mache. So, ich werde euch jetzt mal sagen, wie viel Kalorien das ganze Ding hatte. Sind wir hier bei ca. 60 Gramm Eiweiß mit 130 Gramm Kohlenhydraten und 30 Gramm Fett. Also schon heavy morgens direkt, aber was rein muss, muss rein. Vor allem vom Training. So, welchen Sinn macht es, dass ich mir jetzt hier innerhalb von 2,5 Stunden 2 Meals reinpfeife? Ganz einfach, die Kalorien müssen rein und das übergeordnete Ziel, was wir als Sportler immer haben sollten, ist, dass wir unseren Kalorien- und Makrobedarf täglich decken. Ja, vom Mealtiming her ist das jetzt vielleicht nicht ideal, weil ich innerhalb kürzester Zeit 2-mal Proteine zuführe und man sagt ja so, ja, lass dir 3 bis 4 Stunden Zeit, ne, Protein-Biosynthese. Ich versuche natürlich trotzdem, mich dran zu halten, aber ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt trotzdem noch ein kleines Meal. Ja, es wird wohl auf Cereals hinauslaufen, aber wir gehen jetzt erstmal in die Küche. Ich wollte mir Cereals machen, habe es mir jetzt aber anders überlegt. Ich werde mir einen Toast machen oder mal gucken, wie viel, weil ich will jetzt auch nicht stopfen. Es stehen schwere ADLs an. Und es gibt dann gleich Isoclear mit Malto. Und dann später auch noch das Post-Workout. Und ich möchte mir auch definitiv noch eine Mahlzeit für ganz spät abends aufheben. Also gibt es jetzt nur einen kleinen Snack. Das Ganze scheint jetzt etwas unkonventionell, aber ja, ich mache mir einen Nutella-Toast. Wir haben Kohlenhydrate und Kohlenhydrate, also besser geht's nicht. Es ist jetzt natürlich nicht wirklich gesund, Leute, aber so ein kleiner Snack zwischendurch kann man mal machen. Vor allem kriegt man so halt im Aufbau auch wirklich easy mal seine Kalorien rein. Und ich meine, das sind jetzt 15 Gramm Nutella und 2 Scheiben Toast. Ist jetzt auch nur so ein kleiner Snack, aber ich würde sagen, fürs Gewissen. So ein paar von euch kennen mich jetzt schon und wissen, dass ich immer zu spät bin. Deshalb können wir hier während wir snacken, schon mal unser Intra-Workout vorbereiten. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, wir gönnen uns jetzt hier mal 40 Gramm Isoclear. Nee, das sollen jetzt schon 40 Gramm sein. Naja. Die Waage wird uns nicht belügen. Und ansonsten werden wir es merken, wenn ich morgen vielleicht nur weniger wiege. Also kommen jetzt noch 75 bis 100 Gramm Malto. Mal gucken, wie viel die es gut ausspucken. Da ich eh relativ viele Carbs habe, mache ich das Ganze gar nicht so genau, sondern mache jetzt hier so 3-4 gute Scoops. Jetzt sind wir bei 78 Gramm gelandet. Ich denke, das ist eine gute Portion. Wenn das nicht authentisch ist, dann weiß ich auch nicht. Ja? Wir haben hier kein fancy Meal Prep, sondern ein Brett mit einem Nutella-Toast. So Leute, es gibt nichts, was ich mehr hasse als Stress, aber jetzt ist es soweit, wir haben offiziell Stress. Ja, nein, alles gut. Es geht auf jeden Fall jetzt ins Gym. Ich bin ein bisschen später dran als gedacht, das war mir aber auch klar. Und deshalb würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit und sehen uns dann da. Es geht. Post-Workout. Vor allem. Wir machen gerade, oder ich mache Pre-Workout. Koffein gibt es einen kleinen Kaffee und eine Kapsel Crank. Und für den Pump gibt es 2 Scoops vom Crank Pump Pro, wenn dann noch 2 drin sind. Eins. Na. Was? So Leute, ich schreibe jetzt einmal kurz auf, was heute in der Einheit ansteht. Denn ja, einfach in der Session so ein bisschen weniger ans Handy gehen. Und ist immer ganz cool, wenn man sich das so aufschreiben kann. Veranschaulicht einem das Ganze vor dem Training nochmal ganz gut, was gleich ansteht. Und von daher
schreiben wir das jetzt mal auf und dann geht's gleich los. Und dann geht's jetzt los mit Lat Pulldowns, Single Arm Nautilus Maschine. Auf geht's. Ja Leute, hier beim Nautilus Lat Pulldown Single Arm wollen wir natürlich den Lat in seiner verkürzten Position schön treffen. Und da gibt es ein paar Dinge zu beachten. Also zum einen die Sitzposition. Wir wollen uns hier reinsetzen und möglichst in die Maschine reindrücken. Das machen wir, indem wir hier schön fest greifen und halt den Arm möglichst strecken. Hier leicht eincrunchen, damit wir den Lat schön rausbekommen. Und dann ziehen wir mit dem Ellbogen vor der Hüfte bzw. Ellbogen vor dem Körper zur Hüfte rein mit leichter Lateralflexion und sollten dann relativ gut den Lat spüren. Und es ist einfach die perfekte Maschine, wenn du Lat Pulldown Single Arm machen willst. So Leute, die nächste Übung, die jetzt ansteht, sind RDLs. Wir machen hier einen schweren Top-Set und einen leichteren Back-Off-Set. Dann auch pausiert. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time. Top Set war sehr gut. Fast schon ein bisschen zu leicht, aber wir haben Intro Week, also passt das. Wir werden jetzt Back-Off-Sets machen. Das heißt, wir gehen jetzt von 180 auf 150 Kilo runter und machen dafür dann 7 bis 11 Wiederholungen statt 5 bis 7. Und das Ganze pausiert. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Okay, die nächste Übung, die wir jetzt machen, sind T-Bar Rows. Hier achten wir darauf, dass wir auch schön hinten reinziehen, vollen Bewegungsradius auch in den Schulterblättern mitnehmen und uns eigentlich so flach wie möglich hier hinlegen, auch hinten den Glut festmachen, um wirklich stabil zu sein. Davon auch zwei Sätze, ein Top, ein Back-Off-Set und ja, dann geht's. Jetzt geht's los. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Wir machen jetzt also ergänzend zum T-Bar Row nochmal eine weitere Rudervariante, in der wir aber ein bisschen weiter, also ein bisschen mehr Fokus auf die hintere Schulter setzen. Das Ganze machen wir hier im Kabelturm mit einem etwas wilden Setup, aber das seht ihr dann jetzt. Yeah, I just wanna be great.
appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence. It's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring. To feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick. So, das Pooltraining ist durch. Für mich heißt es jetzt noch Dehnen und Posing. Und dann geht's nach Hause zum Post-Workout und ich würde sagen, wir sehen uns dann da wieder. So, Freunde, wie angekündigt, sind wir wieder zu Hause und machen jetzt erstmal das Post-Workout, also Einfallbandreis und Chicken. OG bei mir Standard nach jeder Trainingseinheit. So, nachdem ich noch so ein paar andere Sachen erledigt habe, ist mir auch gefallen, dass sogar noch der Check-in für den Coach aussteht. Und da würde ich sagen, den machen wir jetzt einfach mal ganz kurz. Und für alle, die sich eventuell fragen, ja, was bedeutet Check-in eigentlich? Ihr seht, ich habe hier mein Logbook. Da trage ich ja im Training immer alles ein und das übertrage ich jetzt einmal in die digitalen Sheets, damit Tobi, also mein Coach, nachvollziehen kann, was ich diese Woche ja im Training fabriziert habe und da immer so ein bisschen ein Auge drauf hat und immer sagt, hier mal vielleicht das Gewicht erhöhen. Ja, solche Geschichten, das alles natürlich im Abgleich mit Trainingsvideos. Ich filme jetzt zum Beispiel für den Vlog alles mit, aber natürlich wird für die Technikchecks alles separat schön clean gefilmt, damit er sich das angucken kann und mir da technisch nochmal Feedback gibt. Das sollte diese Woche aber, denke ich, alles passen. Und ja, das trage ich jetzt hier einfach alles mal ein. Und dann schauen wir mal, was wir morgen an Feedback bekommen. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. So, der letzte Step für heute, ihr kennt's. Es läuft wie immer. Oh, die letzten vier. Ja gut, sicherlich. Bestellung geht raus. Omega 3 ist wirklich wichtig. Omega 3 Fettsäuren an allen Stoffwechselprozessen in unserem Körper beteiligt und halt eben auch sehr gut für unsere Gesundheit. Kann ich jedem empfehlen, gerade wenn ihr wenig Fisch esst. Ich esse wirklich kaum Fisch, vielleicht einmal die Woche. Und dann sind es auch eher so Fischstäbchen oder so ein Schlemmerfilet. Da kann man sich vielleicht auch über die Hochwertigkeit des dort verarbeiteten Fisches streiten. Deshalb Omegas. Ihr seht, ich bin schon voll raus aus dem Modus, weil ich habe meinen Shake nicht gefilmt. Und jetzt kann ich euch nur das Meal Prep zeigen, was ich mir heute Vormittag gemacht habe. Für mich geht's gleich los. Habe heute einiges zu tun. Deshalb kommt das Meal Prep jetzt gleich mit. Und deshalb beende ich auch an dieser Stelle den Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht gerne das Abo weg. Folgt mir auch auf meinen anderen Kanälen, also Insta und Co. Und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.